Was wäre, wenn wir Viren wären? Wir würden leben auf unserem Weltwirt. Es wäre uns gleich, was aus der Welt wird. Wir würden uns nicht sehen als Teil dieser Welt. Als Krone der Schöpfung wären wir hier der Held. Nur unser Wohl wäre wichtig. Wir könnten nicht sehen, was falsch ist, was richtig. Denn wir wären ja nur Viren, hätten nichts zu verlieren. So machten wir uns in der Lunge breit, vergifteten das Meer und fischten es leer, so würde die Lunge von Leben befreit. Und jeder Bronchienbaum, der fällt, der dem Wirt am Leben hält, würde auch uns den Atem nehmen. Doch dafür bräuchten wir uns nicht schämen. Denn wir wären ja nur Viren, anzusiedeln bei den Tieren, könnten Konsequenzen nicht durchdenken, um unser Schicksal umzulenken. Auch vor dem Herz der Erde machten wir nicht Halt. Wir beuteten es aus, dann würde es kalt. Jedes Leben würde ausgepresst mit der Gier nach besser, höher, reicher. Ganz gleich, ob schwacher Mensch oder Tier, und das Herz wird nicht weicher. Aber wir könnten nichts dafür, wären ja nur Viren, und Viren können kaum ihre Menschlichkeit verlieren. So ging es immer weiter, wir breiteten uns aus, lebten fröhlich heiter im irren Saus und Braus. Doch was wäre, wenn der Wirt sich wehrte? Wenn Abwehrkraft uns Viren belehrte, das Klima erwärmte im Fieberwahn, legte der Wirt uns Viren lahm. Mit erdbebendem Schüttelfrost erlebten wir Viren karge Kost. Nen gerotzten Tsunami hätt er geschafft und schickte uns Viren als Abwehrkraft. Dann werd ich wach, schalt ein, mein Hirn, wisch mir erleichtert den Schweiß von der Stirn. Bin Mensch, der fühlen und denken kann und schau mir den Irrsinn auf Erden an. Ich reiß mein Steuer in Händen rum und kehre von alten Wegen um. Ich möchte wirklich kein Virus sein und lass mich auf neues Verhalten ein. Und du?